So, servus und willkommen zu Subtram Bayern. Ja, ich bin mal wieder im Lande. Ja, heute früh war ich noch in England. Fähre, 10 Stunden Fahrt hierher. Und schon bin ich da in Sondel. Ja, man muss die Zeit nutzen. Heute habe ich halt noch Urlaub. Ja, kurz zum Land Englands. Ich habe diesmal keinen Livestream gemacht. Hatte keinen Bock. Keine Ahnung wieso. Nee, ging sich nicht aus. Aber ich habe mir dort ziemlich viel alte Häuser und Burgen angeschaut. Und in einer war auch die Ausstellung von einem historischen Verein, in dem Sondengänger mit organisiert sind. Und die haben also ein paar so Teile ausgestellt, die sie da finden können, in der Salisbury-Ebene, sprich da, wo Stonehenge ist. Der Wahnsinn, ihr glaubt es nicht, was da der normale Wald- und Wiesensondler finden kann. Da fällt zum Glauben ab. Genau. Ich blende euch mal was ein. Leider habe ich zu wenig Fotos gemacht, war auch stockfinster, muss ich noch dazu sagen. Aber schaut es euch mal an, es sind recht coole Sachen dabei gewesen. Ja, jetzt bin ich mal wieder hier in südlich von Erding. Genau. Und Standardwiese gemäht, wie man sieht. Und die arbeiten wir jetzt einmal ab. So, sehen wir uns beim ersten Fund. Bis gleich. Ja. Das fängt doch schon gut an. Was haben wir da? Eine mittelalterliche Schnalle, sage ich mal. Auf alle Fälle Bronze, noch mit Dorn. Ja, geil. Doch, macht Spaß. Sieht auch ein bisschen, naja, nicht ornamentiert aus, aber schon ein bisschen verspielt, so mit den Verdickungen. Super, gefällt mir. Damit kann man schon mal einen Start machen. Ja, vielleicht kommt da noch was mehr. Ja, das sieht verdächtig nach Musketenkugel aus. Oben noch der Anguss, quasi die Kokille nicht gescheit zugemacht. Und dann sieht es so aus, oder hat es nicht richtig aufgemacht, je nachdem, dass es nicht abgeschert hat. Ja, gut, eine Musketenkugel, nie verschossen. Wunderbar. Ja, als nächstes, der darf natürlich nicht fehlen, ein, aber in diesem Fall wunderschön erhaltener Reichspfennig von 1925, also knappe 100 Jahre alt, aber der ist wirklich schön, schönes Grün. Ja, also der ist eher hier. Den kann man sich aufheben. Richtig schönes Einpfennigstück. Ja, einmal Pfennig. Ja, auch diesmal ein recht ausgeprägter Gruß nach Nordbayern. Ein wunderschöner Andi. Servus. Ja, Zeit zum Heimgehen. Ich habe Silber gefunden und wer geht ohne Silber nicht nach Hause? Jawohl. Was haben wir da? Ein Kreuzer nach 1805, weil die Königskrone schon drauf ist hier, bei der Kreuzer. Ja, ein bisschen angegammelt, macht nichts, trotzdem Silber, was steht denn drauf? 1859, sowas. Wunderbar. Na super. Wird doch langsam. Schauen wir mal. Einmal Silber. Ja, ein ziemlich langweiliger Kupferknopf. Hinten noch mit Ansatz einer Öse. Das Lot sieht man noch. Sonst leider nichts. Ja, auch kein Ornament, gar nichts. Ja, ein Vaterknopf. Ja, ha, schön. Was haben wir da? Einen Hohlknopf. Ganz einen kleinen. Mit Öse. Also kleine sieht man selten, muss man ganz ehrlich sagen, können die sonst eigentlich nur diesen Globus, wahrscheinlich von einem Damenmantel oder sowas. Schön, gut benannt, nicht zerbarzt, ein Knopf. Ja, jetzt habe ich einen außergewöhnlichen Fund, das drehen wir mal so hin, dass man sehen kann, genau. Das sieht aus wie ein eckiger Münzknopf. Sowas habe ich in der Art auch noch nie gesehen. Hinten sieht man noch einen Ansatz einer Öse. Ich will jetzt nicht allzu viel rumreiben. Kann gegossen, kann aber auch gelötet sein. Müssen wir erst mal sauber machen. Auf alle Fälle, bei der Vorderseite erkennt man noch ein bisschen Schriftzeichen, sage ich mal. Und jetzt traue ich mir da auch nicht zu sagen. Da kann man sehen. Ja, genau. Tja, sowas ist mir noch nicht untergekommen, weiß ich nicht. Kann alt sein, kann auch nicht alt sein. Ja, ich mach's einmal sauber. Vielleicht
kann ich es ja bestimmen. Ja, eineckiger Knopf, ganz was aus. Also was Neues. So, lala, jetzt haben wir wieder was. Was haben wir da? Was ist es denn? Gute Frage. Es ist aus Zinn, so viel kann ich sagen. Dass es nicht das Ende von einem Löffel ist, ja, Zacken macht man das Enden hin. Sieht ein bisschen aus wie der Heiligenanhänger aus Zinn. Habe ich zwar noch nie einen gehabt, aber auch nicht. Tja, gute Frage. Wer was weiß, schreibt es rein. Irgendwas aus Zinn mit Ornament. Naja, machen wir es mal sauber. Also, Stück Zinn. Ja, mir langt's für heute. Ich geb's auf. Ja. Die keltische Fürstenkrone war wieder nicht dabei. Was soll man machen? Ja, immerhin ein bisschen Silber, ein paar schöne UFOs. Schauen wir es uns mal nochmal genauer an. Vielleicht kommt ja noch was Besonderes raus. Mehr soll es nicht sein. Mehr Genehmigungen, die gemäht ist, so oder gemäht sind, habe ich leider auch nicht. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut. Servus.